Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Turmoil. Wir haben uns letztes Mal so ein schönes Fleckchen Erde gekauft, ja. Und da wollen wir jetzt mal nachschauen, ob ob sich das so lohnt, was wir uns da ergaunert haben. Wir fangen wie immer an. Zwei Plattformen, denke ich mal, sind in Ordnung. Und schau mal, wir haben jetzt auch bei der rechten Company, haben wir dauerhaft 95. Das heißt, wir können wieder dauerhaft verkaufen. Das hat eigentlich recht gut Geld gebracht letztes Mal. Und dann können wir, denke ich mal, auch vorzeitig wieder aufhören. Jetzt hoffe ich mal, dass die relativ fix sind hier. Komm schon. Komm schon. Die haben keinen Bock. Sind die gerade nach Hause gegangen? Sind die gerade nach Hause gegangen? Die sind gerade abgehauen, die Wichser. Alter, ist das dein Ernst? Alter, das kann ja nicht wahr sein. Was haben wir bitte hier für ein Land? Wir haben schon März. Wir haben noch nicht einen Turm stehen. Ich baue jetzt einfach zwei Türme. Ich grabe jetzt selber. Ich suche jetzt einfach. Oh, ich brauche auch noch ein Pferd. Da geht schon nicht mehr weiter. Ja, tolle Wurst. Okay, wir sind am Arsch. Wenn da jetzt kein Öl ist, sind wir am Arsch. Wir sind am Arsch. Was soll ich tun? Ah, ich kann mir Geld leihen. Ah, das kann doch nicht sein. Ah, ich wollte kein Pferd bauen, Mann. Wo ist denn hier das scheiß Öl? Da ist Öl. Da ist Öl, yes. Boah, immerhin schon mal ein bisschen Öl. Auch wenn es echt nicht viel ist. Wir verkaufen einfach direkt. Ach du Kacke, ey. Das geht hier ganz schwer in die Hose jetzt. Okay, da ist Öl. Puh, Glück gehabt. Wir müssen auf Maulwürfe setzen. Die müssen jetzt hier echt was finden. Die müssen einfach was finden. So, ich baue mal noch zwei Pferde. Da haben wir was. Da ist was. Da ist Öl. Boah, das kann doch nicht sein. Haben wir denn wieder so ein schlechtes Land erwischt? Hier hinten ist auch Öl. Jetzt muss ich ja auch noch um den Berg drumrum arbeiten. Okay, das ist ein großes Feld. Hier können wir upgraden. Jetzt habe ich das Feld nicht erwischt da hinten. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Okay. Waggons. Oh, Leute, hier ist noch Öl. Hey, warum? Der schafft das nicht. Das Ding explodiert die ganze Zeit. Hey. Los, Pferde. Scheiße. Shit. Oh nein. Ach, ich habe nur zwei Pferde da draufstehen. Nein, was zur Hölle? Oh Gott, Katastrophe. Wir werden sowas von kein Geld machen hier. Wir werden einfach sowas von kein Geld machen. Das gibt's ja gar nicht, ey. Oh mein Gott, Katastrophe. Das ist die Katastrophe. Oh, Leute, scheiße. Mega gefailt, ey. Nein. Das gibt es nicht. Okay, hier würde ich upgraden wollen. Ach, du ahnst es nicht, ey. Oh Mann. Okay, wir müssen hier unten noch hin. Hier müssen wir noch hin.
Dann müssen wir das ganze Werk hier noch upgraden. Du Scheiße. Soll ich denn da hinkommen? Komme ich vielleicht von hier? Da dran? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey, das kann ja nicht wahr sein. Oh, jetzt können wir nur hoffen, dass wir hier noch richtig Kohle machen. Irgendwie. Okay, das hat geklappt. Dann mache ich das hier so. Dann mache ich hier einen Dreier raus. Und dann kommt hier halt richtig viel raus. Weil wir haben auch schon August, ja. Wir sind zeittechnisch ganz weit hinten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir können mal hier noch einen Maulwurf runterjagen. Oder zwei. Dass wir den vielleicht noch verlängern können. Eventuell. Ja. Ja. Noch ein Maulwurf und hier auch noch ein Maulwurf. Weil hier können wir eigentlich mal runterbohren. Ja, 10.000. Wir haben noch einen Kredit zurückzuzahlen. Das hier ist auch relativ wenig. Warte, ich mach mal so. Ich mach mal so. Und zieh das mal damit dran, ne? Wir verkaufen jetzt einfach die ganze Zeit auf der rechten Seite. Da kriegen wir einen recht guten Preis. Weil das würde ich gerne noch hier leer saugen wollen, das die zwei Felder. Warte, der muss mit da rein, ne? So. Jetzt kommt ordentlich was durch. Ich hoffe, wir machen jetzt noch... Ah, warte mal, hier ist ein Feld. Leute, da ist ein Feld. Okay, da kommt auch ein bisschen Öl mit hoch. Sehr gut. Und jetzt saugt das Zeug leer. Ihr habt nur noch 1,5 Monate. Komm schon. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, ey. Aber wir haben... Wir haben komischerweise dafür, dass ich so gefailt habe am Anfang, ja, haben wir noch richtig gut Geld gemacht eigentlich, ja. Also 30.000, ja, 30.000. Aber ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, dass wir so einen guten Preis haben. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, okay, wir haben fast alles leer gesaugt. Bis auf hier wäre noch eine kleine Stelle gewesen. Da wäre ein Diamant gewesen. Ah, Mist. Ja, 21.000 haben wir Gewinn gemacht. Ja, wegen diesem Explodieren jedes Mal. Ah, schade. Schade, schade, schade. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns als erstes ein neues Land wieder, bevor wir anderweitig Geld ausgeben. Okay, das waren 56er. Dann muss der hier richtig gut sein. Da will ich hin. Der hier wird richtig gut sein. Ich sag euch das, wir werden jetzt richtig Geld machen. Mal gucken, wer hier so ist. Boah, niemals unter 1,2 $ bei der Left in Company. Boah, da gibt's richtig Geld für. Das hole ich auf jeden Fall. So, und wir haben noch 15.000 für ein cooles Upgrade. Schnelligkeit. Warte mal, die müssen Tiefe, ne? Tiefe. Die Tiefe upgraden. Können wir noch was? Ne, ich glaube für 7.000 können wir nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an zu graben. Und ich hab das Gefühl, dass unser Land richtig gut ist, ja. Ich glaube, unser Land ist richtig gut. Deine Öl können nun tiefere Ölquellen finden. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es für die. Und ich hoffe, ihr geht nicht wieder nach Hause, ihr Ärsche. So. Ah, da haben wir eine Ölquelle. Sehr gut. Ich glaube, wir kommen drauf. Kommen wir hier auch drauf? Ja, wir sind da auch drauf. Sehr gut. Ich würde direkt loslegen wollen. Und zwar mit Vollgas. Ich glaube, ich hole mir einen kleinen Kredit von 2.000, um schnell richtig viel Geld zu machen. Und zwar verkaufen wir das einfach alles auf der linken Seite, ja? Ich baue jetzt ganz viele Pferde. So. Dann verkaufen wir das alles. Und
Weil wir können einfach dauerhaft verkaufen. Der Preis ist top, ja. Der Preis ist hundertprozentig. Sondern würde ich sagen, fangen wir an mit Maulwürfen und suchen hier das ganze Gelände ab. In der Hoffnung, richtig viel zu finden. So, wir machen noch ein paar Wagen. Boah, das wird richtig nice hier. Ich gehe direkt auf Maximum Wagen, glaube ich. So, wir sind auf Maximum. 25 Stück. Ich hoffe, da knallt nichts jetzt hier. Oh, da haben wir ein fettes Ölfeld hier. Das ist ein dickes, fettes Ölfeld. Da hinten ist auch ein dickes, fettes Ölfeld. Oh, hier müssen wir eh drumherum. So, Leute, und jetzt kriegen wir so viel Geld. Und wir müssen hier auch noch nach hinten, ne? Obwohl, wir können hier eigentlich noch einen Turm hinsetzen, oder? Nee, machen wir keinen Turm hin, ne? Nee. Wie kann ich den denn wieder abreißen? Ich will doch gar keinen Turm bauen. Machen wir lieber noch einen Maulwurf hier hin. So, und jetzt kriegen wir so viel Geld. Weil an der letzten Seite haben wir einen Top-Preis uns ergaunert. Einen richtig Top-Preis. So, und dann gehen wir jetzt eigentlich schon hier rüber. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich eh nicht durchkommen. Hier liegen halt irgendwelche dicken Steine im Weg. Warte mal, hier gehe ich mit dem hin. In der Hoffnung, ich komme hier durch. Boah, und guckt euch das Geld an. Wir haben gerade mal April und sind schon bei 17.000. So, das können wir upgraden. Boah, wir haben getroffen. Nice. Dann upgraden wir das auch direkt. Würde ich sagen, machen wir mit Maulwürfen weiter. Hier so ein bisschen die Ecken vor allem. Vielleicht kriegen wir ja auch noch einen Diamanten oder so. Das wäre natürlich auch sehr gut. So, direkt auf Maximum upgraden hier. Ist dann auch. So. Und jetzt, Leute, kommt das Geld. Jetzt kommt das Geld. Aber fragt nicht wie. Boah, hier ist auch noch ein fettes Ölfeld. Ja, krass. Boah, wir haben richtig gutes Land erwischt. Wir haben so ein hammergutes Land erwischt. Es gibt hier einfach so viel Öl. Okay, okay. Boah, wir machen so mega viel Geld gerade. Wir machen einfach so mega viel Geld. Und ich würde echt noch in Maulwürfe investieren, ja? Weil die, in der Hoffnung, die ich würde gerne so einen Diamanten finden. Das wäre echt cool, ja? Richtig nice, richtig nice. Okay. Ich weiß nicht, ist das hier unser letztes Ölfeld wohl? Die drei noch? Das heißt letztes, das ist so viel Kohle, ey. Hier ist noch was, da ist noch ein Ölfeld. Ich glaube, da ist ein Ölfeld. Ja, ich bin mir fast sicher. Und da ist auch noch ein Ölfeld. Ja, leck mich. Da unten auch noch. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Wir haben 40.000 Geld. Wir haben einfach mal 40.000 Geld. Die Maulwürfe sind so der Hammer. Liebe die. Ich liebe die. Wir gucken mal, was wir hier noch so finden können. So ein Diamant wäre cool. Ja, so ein Diamant wäre schon was Feines, glaube ich. So, das ist auch leer mittlerweile. Hier mit dran zu gehen lohnt sich, glaube ich, nicht, weil das ist so ziemlich am Ende. Ja. Oh, das Geld, Leute, das Geld. Okay, wir pumpen nur noch auf der rechten Seite. Dafür aber jede Menge. Hier muss doch noch was sein. Hier muss doch noch was sein. Wir suchen jetzt einfach nochmal. Hier muss noch irgendwo, muss hier noch ein Ölfeld sein.
Ansonsten gehen wir einfach hier hinten mit dran, ne? Ist ja egal. Ja, hier ist dann wohl doch kein Ölfeld mehr. So, wir sind fertig. Wir lassen die das noch alle wegbringen. So, zack. Und hören frühzeitig auf und schauen mal nach. Wir haben alles leer gesaugt. Wir haben, Alter, wir haben 52.000 Dollar Profit gemacht. Ah, absoluter Rekord. Nice. Alter, nice. Das war mal richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Das Land war der Hammer. Wir haben so viel Kohle gemacht. Wir haben so viel Kohle gemacht. Und wir können jetzt richtig gute Upgrades kaufen. Hui. So. Ich würde sagen, wir gucken erstmal noch eben nach einem Feld. Boah, wir hatten einen 64er, ja. Einen 64er. Und ich glaube, der hier ist der Hammer jetzt, ja. Der hier wird richtig gut. Den hole ich mir auch. Hört auf, euch da einzukaufen. Ich kaufe mich da ein. Verschwindet. Ich bezahle 10.000 dafür. Ist kein Problem für mich. Nice. Für 10.000 haben wir das Ding gekriegt, wenn wir da wieder 50.000 rausholen. Also das ist auf jeden Fall über 50. Wir hatten gerade einen 64. Jetzt 56, 52 ist 64. Das ist auf jeden Fall ein guter Platz. Auf jeden Fall ein guter Platz. Ja, würde ich drauf wetten. Und dann gucke ich mal kurz, was gibt es denn hier jetzt noch? Ja, wir könnten die Strafe noch umgehen. Das machen wir auch. Die Strafe umgehen, Zinsen brauchen wir nicht. Ich will mal gucken. Warte, wo war denn dieser komische Scanner hier, ne? Falls du genau wissen möchtest, was sich unter der Oberfläche befindet, dann verwende diesen Scanner. Ja, das wäre schon schön, ne? Ich glaube... Was sollen wir denn machen? Ich würde Scanner schon nehmen wollen, weil das mit dem Suchen ist dann schon immer ein bisschen doof. Deswegen würde ich auf jeden Fall Scanner nehmen und eventuell Schnelligkeit. Nee, warte, was haben wir denn hier noch so? Den Bohrer, okay, Verzweigungen, Saloon, Stall, Größe, hier genau, damit sie größere Waggons ziehen können. Das machen wir noch, das machen wir noch. Wir haben jetzt noch 3.000. Und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge auf dem hoffentlich zweitbesten Land weiter. Oder vielleicht noch besser. Das wäre natürlich richtig nice. Und dann machen wir wieder Kohle ohne Ende hier. Und vielleicht, ich glaube, das macht auch Sinn am Anfang, dann schon so einen kleinen Bankkredit sich zu holen, um dann schnell möglichst weit zu kommen. Ja, das, ich glaube, das macht Sinn. Das war gar nicht so eine schlechte Idee. Weil so konnten wir alles leersaugen, haben frühzeitig aufgehört und haben alles, was geht, abgesahnt. Das mit dem Preis, das ist auch eine super Sache. 1 Dollar 2 war natürlich nice. Da musste ich mich nicht darum kümmern, da großartig nach rechts und links zu gucken, wo der Preis jetzt besser ist. Und ja, dann würde ich sagen, also mir macht das Spiel megamäßig Spaß und wir machen auf jeden Fall weiter hier mit. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch auch so gut und ihr seid beim nächsten Mal dann wieder am Start. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss.